Einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag, wo auch immer ihr gerade zuschaut, woher auch immer ihr zuschaut. Wir haben alle aus unserer Kindheit irgendwelche Heldengeschichten in Erinnerung. Und vielleicht überlegt ihr euch mal, wer denn die Helden eurer Kindheit waren. Was zeichnet denn so einen Helden überhaupt aus? Ich habe das für mich auch überlegt. Mut. Aktivität, etwas in Ordnung bringen, Gerechtigkeitssinn. Das sind ganz viele Begriffe gefallen. Und in der Vorbereitung auf die Sendung habe ich mir auch die Frage gestellt, sind wir alle vielleicht Helden? Und mein heutiger Gast, der sagt, ja, auch du bist ein Held. Und ich freue mich darauf, dass sie heute da ist, zugeschaltet von Bali. Hallo, liebe Barbara, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Agnes, herzliche Grüße hier von Bali. Etwas verregnet, aber immer noch schön. Wunderbar. Wir steigen hier wie immer ein mit ein paar Stichworten, die ich dir nenne, mit kurzen Antworten von dir, dass wir so ein bisschen ein Gespür vielleicht für dich auch kriegen. Sehr gerne. Wenn ich dir sage Heimat, Heimat ist für dich. Heimat ist für mich, wo ich mich besonders wohlfühle und verbunden bin mit diesen Menschen, ja, die mir sehr nahe sind. Das ist für mich Genuss. Heimat. Und dieses Ah, Entschuldigung. Heimatgefühl habe ich übrigens immer und immer öfter und ganz tief im Herzen für Deutschland. Okay. Was ist Genuss für dich oder was ist so das, wo du Genuss empfindest auch? Ich empfinde Genuss natürlich, wenn ich ein wunderbares balinesisches Gericht vor mir habe oder mir hier auch die Landschaft anschaue, die hier sehr opulent und sehr grün ist. Aber Genuss bedeutet auch, zusammen zu sein mit Menschen, die dieselbe Sprache sprechen. Und das meine ich jetzt nicht nur als Sprache, sondern einfach, die sich verbunden fühlen und die Gemeinsamkeiten haben und gemeinsam was unternehmen. Das ist auch ein Genuss. Schöne Gespräche führen, zusammensitzen und aber auch neue Projekte kreieren. Ja, da werden wir nachher sicherlich auch noch was hören von dir. Ganz bestimmt. Was zeichnet dich denn aus? Oh, das ist immer besonders schwer, wenn ich mich selber beschreiben sollte, aber ich versuche es mal. Ich denke, ich bin ein sehr positiver Mensch, ein Mensch, der an sich glaubt, an andere Menschen, der sich sehr verbunden fühlt mit der Natur, mit der Heimat, mit Menschen ganz im Allgemeinen, international. Das zeigt auch schon, was ich bisher alles so in meinem Leben erleben durfte. Und ja, ich würde sagen, kommunikativ, liebevoll und empathisch. Hoffe ich doch. Ja, also ich könnte das jetzt einfach nur bestätigen, weil ich habe dich ja schon ein paar Mal jetzt auch erleben dürfen. Wie schaffst du es denn, diese Life-Balance, von der so viel gesprochen wird, in dein Leben zu holen oder zu halten? Nun, Life Balance bedeutet einfach eine gewisse Zugewandtheit zu sich selbst. Und es bedeutet irgendwo auch, dass akzeptieren, dass auch wir, also wir selbst, ein Interesse daran haben sollten, dass wir uns diese Aufmerksamkeit schenken und uns Zeit nehmen für uns. Und das bedeutet jetzt einfach mal ein bisschen raus aus dem Stress des Alltags, aus den Aufgaben, die jeder hat und vor allen Dingen, die uns auch ja jeder in irgendeiner Form in Atem halten, um auch wieder Atem zu gewinnen und in sich zu gehen und ja, einfach mal etwas anderes tun für sich selbst. Oder für andere, weil das kann auch sehr bereichert sein, aber was etwas aus diesem Alltagsleben heraustritt. Zeit zu haben für sich selbst ist ja was sehr Wertvolles.
und Zeit zu haben für andere, aber auch. Ja, danke schön. Das bringt mich auch gerade eben zu diesem Spruch. Das finde ich eine schöne Hinführung dazu, zu dem Spruch, den du mir auch gesagt hast in den Vorgesprächen. Jeder muss ja durch so ein Nadelöhr gehen momentan. Ja? Und keiner weiß so wirklich, was dahinter auf einen wartet. Wie kamst du denn darauf, dieses Nadelöhr als Bild zu nehmen für die Situation, in der wir uns irgendwie alle gerade befinden? Ich denke, da ich ja jetzt auf Bali bin, betrachte ich ja jetzt Bali erstmal aus Bali-Sicht und Indonesien aus Indonesien-Sicht, weil ich hier lebe momentan. Wir haben aber auch natürlich einen Blick auf Deutschland, wenn man Deutscher ist, von außerhalb. Und wenn man die Welt betrachtet, insbesondere die Welt, Indonesien, Deutschland, Europa, dann kann man erkennen, dass überall auf der Welt momentan eine große Veränderung stattfindet, die uns alle wohl betrifft. Das sind jetzt die äußeren Merkmale, die wir alle kennen. Auf die brauche ich jetzt nicht einzugehen, weil die sind, denke ich, bekannt. Und jedes Land reagiert derzeit auch auf eine besondere Art und Weise. Und dieses Reagieren reflektiert natürlich wieder auf uns Menschen. Und ich denke, wir gehen deshalb durch ein Nadelöhr, weil diese Veränderungen, die sich jetzt ergeben, für jeden von uns, es bedürfen, dass wir ganz genau hinschauen, wo wir persönlich stehen und uns auch fragen, wer wir wirklich sind und ob der Weg, den wir momentan auch eingeschlagen haben, wirklich der Weg ist, den wir uns wünschen und vorstellen oder ob beispielsweise auch eine so starke Herausforderung, wie sie jetzt momentan für jeden von uns zutrifft, nicht dazu führen kann, ja, einmal umzudenken und zu sagen, komme ich mit weniger aus? Konzentriere ich mich auf mich selbst? Bin ich denn an dem Punkt bereits angekommen, wo ich sein möchte? Oder befinde ich mich immer noch auf einer Reise, die in irgendeiner Form noch gar nicht zu Ende ist und auf der anderen Seite mich nicht wirklich beglückt und glücklich macht? Deshalb glaube ich, dass jeder Einzelne von uns durch dieses Nadelöhr durchgeht, um sich auch diese Frage zu stellen. Denn letztendlich sind es nicht die Dinge, die im Außen sind, die uns stärken und die uns nachher auch in irgendeiner Form neu Orientierung geben, sondern es sind wir selbst, wenn wir uns selbst reflektieren, wenn wir selber wissen, wer wir sind. Dieses Reflektieren begegnet mir in Gesprächen auch sehr häufig, auch mit dem Hinweis, ich habe gar keine Zeit dazu, mal über mich nachzudenken. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du betrachtest ja die Welt aus verschiedenen Perspektiven, also aus Bali-Perspektive oder Indonesien-Perspektive, aber natürlich auch als Deutsche oder Europäer aus europäischer Perspektive. Wie ist es denn, sozusagen mal die grundsätzlichen Unterschiede zwischen der östlichen und der westlichen Welt? Also die gibt es ja durch die Herangehensweise oder den Umgang auch mit Situationen. Kannst du da auch was dazu sagen? Nun, ich bin an erster Stelle im Außen, so wie jeder von uns. Ich habe meinen Beruf, ich bin Unternehmerin und unternehme was. Und ich war davor, bevor ich in Indonesien tätig war, in verschiedenen anderen asiatischen Ländern wie Indien beispielsweise oder Timor-Leste, tätig für Projekte, für Organisationen, für mein Unternehmen selber auch, aber eben auch stark verknüpft und davor mit deutschen Unternehmen und mit europäischer Sichtweise. Und wenn ich sagen darf, ist es natürlich bei uns eine sehr harte Welt, die auch ständig fordert und die von jedem Einzelnen fordert, sich anzupassen, sich einzubringen in dieses System, was existiert. Und es gibt fast keine Freiheit, sich, wie soll ich sagen, einmal davon zu entfernen und etwas anderes zu machen. Dieser Druck, der dort entsteht, wirkt sich natürlich aus auf persönliche Beziehungen, wirkt sich aus auf einen selbst und viele Menschen können diesen Druck auch fast nicht mehr ertragen. Jetzt kann ich nicht sagen, dass wir hier ohne Druck leben dürfen. Das wäre nicht möglich, weil wir natürlich hier genauso in einem System sind. Aber wenn ich die asiatische Welt anschauen würde oder möchte,
dann zeichnet sich die asiatische Welt aus, dass sie ein bisschen mehr Gelassenheit reinbringt. Und wenn wir schneller, höher, weiter denken und vor allen Dingen auch am besten, wenn in irgendeiner Form was ansteht, sofort die Lösung auf dem Tisch haben wollen und dementsprechend auch handeln, sofort, ist das hier nicht möglich. Alleine schon, weil die Kultur und der Mensch, ich will nicht sagen langsamer reagiert, aber der Umgebung angepasst. Das kann natürlich auch die Temperatur sein, es kann die Sonne sein, aber nicht nur, sondern es ist der Kulturkreis, der sich Zeit lässt. Und so sind auch manche Projekte, die ich vielleicht im Schnellverfahren und in einer relativ kurzen Zeit umsetzen könnte in Europa, hier oft auch ein zeitlicher Faktor, den ich multiplizieren muss mit mindestens 2 oder 3. Okay. Und das bedingt eine Gelassenheit, weil die Herausforderungen hier andere sind. Also das Leben in Deutschland oder überhaupt in Europa ist ja durchgetaktet. Aber hier kann morgen bei mir das Wasser ausfallen oder es könnte der Strom ausfallen oder irgendein Monsunregen kappt mich von der Welt ab und ich muss Lösungen finden. Das heißt, ich bin eigentlich auch darauf angewiesen, dass ich sehr flexibel und kreativ auf Dinge reagiere und auch antworten muss. Und das ist, sage ich mal, die Gelassenheit, die man hier bekommt. Die Gelassenheit und vielleicht auch die Zeit, Dinge auch manchmal geschehen zu lassen und eine abwartende Haltung einzunehmen und nicht alles im Schnellverfahren, in Hektik und Stress sofort und gleich umsetzen zu wollen. Habe ich so den Eindruck, dass wir das im Westen, nenne ich es jetzt mal, auch gerade lernen dürfen, eben weil es nicht mehr so läuft wie noch vor 2 Jahren beispielsweise oder vor 3 Jahren. Und du hast ja für dich auch, ich nenne es ein eigenes Projekt aufgesetzt, nämlich diese Heldenreise, hast du es genannt, die auch dabei helfen kann, vielleicht durchs Nadelöhr zu kommen oder gut durchs Nadelöhr zu kommen und eben auch diese Gelassenheit vielleicht wieder ins eigene Leben zu rufen. Wie ist es denn für dich? Du hast ja auch so eine Heldenreise hinter dir. Du hast ja schon gesagt, warst ja in vielen Ländern. Magst du uns mal so von deiner Heldenreise erzählen und dann auch, wie sich das entwickelt hat, dass du das jetzt für die Menschen anbietest? Und ich glaube, wir sind alle Helden. Und ich glaube, es kommt nicht auf die Größe oder den Umfang an, was jemand tut. Oder was jemand macht. Denn alles ist wertvoll. Und jeder Mensch trägt dazu bei, zu einer Verbesserung im Leben allgemein, für eine Gemeinschaft, für die Familie, für sich selbst. Das mal vorab. Und ich denke, wenn wir sagen, wir sind alle Helden, dann kann ich auch heranziehen, dass zum Beispiel eine Krankenschwester, die sich besonders intensiv und liebevoll um Kranke kümmert oder die Altenpflege oder auch ein Feuerwehrmann, der immer zur Verfügung steht, genauso wertvoll ist wie ein CEO von irgendeiner Firma, wenn er dann seinen Angestellten und anvertrauten Menschen sich verbunden fühlt. Denn ich glaube, das ist sehr wichtig. Und das scheint mir auch ein Kernpunkt zu sein, dass wir und was ich auch lernen durfte, dass wir uns nicht orientieren an diesem höher, schneller, Gewinnmaximierung und der Geschwindigkeit des Seins und möglichst dann noch ein weiteres Auto und vielleicht noch ein weiteres Haus, sondern dass wir in uns selber diese Möglichkeit auch finden sollen, was uns ausmacht und wer wir sind. Und ich denke, auch meine Heldenreise hat so begonnen, wie eine normale, wie soll ich sagen, Familie sich bildet, gründet. Und ich habe auch 2 Kinder, die in Deutschland wohnen und die in Deutschland sind. Und als die dann erwachsen geworden sind oder waren, habe ich beschlossen, meinen Weg weiterzugehen, den ich aber allerdings schon vor der Familie begonnen hatte. Und dieser Weg war immer verbunden, was für Menschen zu tun. Und es war für mich also keine Frage, dass vielleicht nach den Erfahrungen, die ich in Unternehmensberatungen und an solchen anderen Unternehmen, wo ich mitwirken durfte, machen durfte, dann gesagt habe, okay,
ich möchte jetzt mal etwas tun, was mich selber in dem, was außen ist, reduziert, also in meinem Gemütlichkeitsgang, meinen Value, was ich habe, Auto, Haus und was auch immer, und gehe mal in ein Land, wo das alles A, keine Rolle spielt, weil nicht vorhanden, und B, weil ich wissen möchte, wie dort die Menschen leben. Und es ist tatsächlich so, dass dieser Schnitt für mich, wo ich etwas loslassen wollte und musste, sehr ein gravierender Abschnitt war. Eigentlich der erste Schritt zu mir selbst und zu dieser Entwicklung. Und heute arbeite ich als CEO für ein Unternehmen, aber immer im Abgleich für Menschen, mit Menschen und für Projekte, die Lebensqualitäten der Menschen verbessern. Und da gibt es natürlich verschiedene Abschnitte in meinem Leben. Ja, die waren sehr einschneidend, auch sehr schmerzhaft, immer wieder mit Loslassen verbunden. Aber letztendlich hat es mich viel glücklicher gemacht und ich konnte meinen Weg gehen. Also das höre ich tatsächlich ja auch oft, dass wenn ich dieses Loslassen von Themen beispielsweise habe oder auch von materiellen Dingen, die mich an denen man so klebt gerne, ne? Dass dann auf einmal die Zufriedenheit, du hast sogar Glück genannt, dass es dann steigt. Du hast auch von Werten gesprochen und einer Verbundenheit gesprochen. Welche Werte sind denn für dich besonders wichtig? Zunächst mal, dass ich sehr authentisch sein möchte. Dass ich meinen Mut und meine Stärken und auch ja, alles, was mit Wahrheit und Klarheit und Ethik zu tun hat, einbringen kann in meine Projekte. Weil diese Projekte, die wir machen, ja immer für Menschen sind, die schwächer gestellt sind in ihrem Land und in ihrem Tun als wir. Und das bedeutet, dass wir dort einen klaren Blick brauchen, dass wir auch immer eine sehr empathische Haltung einnehmen, weil wir uns in einem vollkommen anderen Kulturkreis bewegen. Dieser Kulturkreis sollte auch anerkannt sein. Es gibt auch durch die Tatsache, dass es ein anderer Kulturkreis ist, oft andere Vorstellungen. Und dass wir uns nicht im Vordergrund spielen, sondern zum Beispiel durch Fragen, durch ja auch Erfassen einer Gesamtheit von einem Projekt und von Menschen zunächst mal feststellen, was wirklich ist. Und die Menschen immer mit einbinden in Lösungen. Das muss nicht immer die Lösung sein, die uns vorschwebt, weil wir aus, wie gesagt, einem anderen Kulturkreis kommen und daher uns auch, wie soll ich sagen, nicht dominant oder dominierend in dieser Richtung verhalten sollten, sondern eher zurückhaltend und doch, wenn es dann gewünscht ist, und es ist immer auch eine Frage des Wunsches, diese Dinge wie zum Beispiel jetzt Verbesserung der Lebensqualität, Wasser, Food, also Essen, Nahrungsmittel und so weiter, dass wir uns damit auseinandersetzen, damit dieses Leben für diese Menschen einfach besser verläuft. Denn oft sind es auch unsere Kulturkreise, die eigentlich dafür verantwortlich sind, dass es diesen Ländern hier immer noch nicht so gut geht wie uns. Ja, und das sind meine Werte. Das heißt, die Werte bewegen sich immer mehr an einem Wertesystem auch fürs Kollektiv, um da zu verbessern und um Menschen zur Seite zu stehen und zu helfen, wo wir helfen können mit unseren Projekten. Da höre ich auch viel Kommunikation raus, aber jetzt nicht nur im Sinne von Information in eine Richtung oder über Internet, sondern wirklich auch sich auseinandersetzen oder zusammensetzen mit den Menschen und zuhören. Richtig, ja. Es hat sehr, sehr viel mit Zuhören zu tun und auch mit der Akzeptanz, also der Akzeptanz einer Kultur. Und was so schön ist, wenn man außerhalb eines eigenen Kulturkreises ist, man lernt jeden Tag dazu. Es ist ein Geben und Nehmen, ein Austausch in jeglicher Richtung. Und das ist sehr, sehr, sehr bereichernd. Sehr bereichernd für diese Menschen hier und diesen Kulturkreis, aber auch eben für unser Team. Und für mich. Und für dich auch. Das ist ja genau das, was ich vorher auch rausgehört hatte mit diesem, wenn ich mich besinne, wer bin ich wirklich,
was ist mir auch wirklich wichtig, dann gewinnen wir ja alle an Gelassenheit beispielsweise oder an einer Verbundenheit. Du hast ja mit deiner Heldenreise, die hast du ja in 11 Schritte aufgesplittet oder unterteilt, das trifft es vielleicht besser. Magst du uns da mal so einen Abriss geben, wie das, also was ich als, wenn ich das höre oder mit dir dann auch da vielleicht arbeite, wie das so abläuft? Zunächst muss ich vielleicht sagen, die Menschen werden sich ja wahrscheinlich jetzt da draußen fragen, was will sie denn als CEO von Scoop Asia International nun mit der Heldenreise? Ja, also hier in Indonesien, ihr in Deutschland. Wie kann das gehen? Ja, es kann schon gehen. Und zwar bin ich im Moment auch an einem Punkt, an einem Kulminationspunkt bei mir selbst, wo ich mich dazu entschlossen habe, zu sagen, okay, das, was ich hier bei diesem Land, Indonesien ist wirklich sehr groß und was ich gerade im Moment umsetze mit dem Team, einbringen kann, das läuft. Und es läuft immer besser. Und eigentlich ist es immer eine Zeit für eine Barbara Leeds, zu überlegen, was kann ich denn noch beitragen in einer anderen Form und Art und Weise. Und da ich immer mehr, seit vor etwa jetzt 1,5 Jahren, darüber nachdenke, über mein Heimatland, Deutschland, habe ich mir überlegt und auch schon gehandelt, dass ich 50% meiner Zeit eigentlich auch wieder in Deutschland sein will, vielleicht sogar mehr. Und mit der Lebenserfahrung oder auch diesem, sage ich mal, vielen Erfahrungswerten, die sich ergeben durch die Tätigkeiten in so vielen Ländern und mit so vielen Menschen und unterschiedlichen Kulturen, dachte ich mir, wie kann ich denn jetzt gerade in diesem Augenblick Menschen zur Seite stehen, die mich jetzt nicht persönlich kennen, aber vielleicht Inspiration brauchen und wissen, dass das, was wir im Moment als Herausforderung haben, was uns allen so viel Ängste bereitet, etwas im Außen ist und was wir trotz unseres Stresses, den wir haben, unbenommen, hier eben auch in diesem Kulturkreis, uns trotzdem etwas mehr mit uns selbst beschäftigen können. Und wenn wir mit uns selbst ja im Inneren diesen Schatz entdecken, diesen Diamanten, der in jedem Menschen ruht, dass da eine Zeit von 10 Minuten kann man beginnen, 15 Minuten pro Tag, wann immer man Zeit hat, sich dieser, sag ich mal, diesem Schatz, diesem wunderbaren rohen Diamanten widmen kann und plötzlich von sich aus selber erfahren kann, oh, da gibt es ja noch viel mehr. Und bin ich wirklich der Mensch, der ich, oder bin ich der Mensch, der ich früher mal war? Oder bin ich durch diese Zwangsdinge, die sich so im Leben ergeben, vielleicht auf einem ganz anderen Kurs? Und wenn ich auf einem anderen Kurs bin, wie kann ich denn das korrigieren? Und die beste Frage und die wichtigste Frage ist, wie werde ich denn diese Angst los? Denn diese Angst, die eigentlich mit allem, was außen ist, behaftet ist, kann man loswerden. Und das sollte man auch, weil diese Angst ist etwas, was uns lähmt, was uns eigentlich auch etwas sehr Wertvollem beraubt, nämlich sich selber in Ruhe mal Gedanken zu machen, was ist denn wirklich wichtig für mich? Brauche ich das, was da im Außen ist, wirklich alles? Oder kann ich mir unter Umständen auch ein Leben vorstellen, wo ich neu beginne mit anderen Menschen, mit mir selber und mit dem, was mich ausmacht. Und ich gebe zu, das sind ganz, ganz klare Herausforderungen und es hat auch was mit Loslassen zu tun und mit Eigenreflexion und mit Eigenliebe vor allen Dingen. Denn etwas ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, diese Liebe zu sich selbst implementiert in dem Moment, wo man sich diese Liebe schenkt, auch die Wertschätzung und die Liebe zu anderen Menschen. Das ist Und ja, ja, bitte. also das Ich wollte nur sagen, und in diesem Zusammenhang
Und in diesem Zusammenhang habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht und bin im letzten Jahr, eigentlich Anfang des Jahres, auf jemand gestoßen, der mich sehr inspiriert hat und von dem ich mich auch in einer gewissen Art und Weise leiten lasse. Und das ist William Tohl. Denn es war mir nicht bewusst bis zu diesem Zeitpunkt, und ich denke, einige von Ihnen oder von dir oder allen werden vielleicht William Tohl schon kennengelernt haben oder das ein oder andere Video gesehen haben. Es hat mich fasziniert, einmal, weil er von der Wahrheit spricht und die Wahrheit wirklich ausdrückt, was unsere Vergangenheit angeht. Und ich immer gefragt habe, warum uns oder warum wir so belastet sind, alle, ich auch, und warum ich diesen Schritt auch getan habe nach außen, weil mir fast die Luft genommen wurde. Und auf der anderen Seite verbindet er alles mit dieser Liebe, die Liebe zu uns selbst, aber eben auch zu uns Deutschen, um wieder mehr Gemeinsamkeit und Gemeinschaft zu finden in der Kultur, in der wunderschönen Kultur, die uns ja alle bewegt und die in uns liegt. Mhm. Du hast angesprochen, ich gehe ein Stückchen zurück, dieses mich mit mir selber beschäftigen, mit meinem Leben. Lebe ich das Leben, das ich wirklich möchte, oder lebe ich quasi das Leben eines anderen oder was von vielleicht Erwartungshaltungen mit mir gemacht haben? Und wie komme ich zu dieser Gelassenheit, Verbundenheit, zu diesem Glück, das du auch angesprochen hast? Das ist ja ein Prozess. Du hast gesagt, vielleicht mal mit 10 Minuten, 15 Minuten pro Tag anfangen. Ja. Ich höre das oft, ich habe da keine Zeit dafür. Eben genau diese Getriebenheit aus dem Außen, ich muss das erfüllen, ich muss mich darum kümmern, jetzt ist noch das verändert. Wie fange ich das denn an, mal so ganz pragmatisch, dass ich mich mit mir beschäftige, 15 Minuten am Tag? Wie ist es dir denn gelungen oder war das für dich ganz leicht? Es war nicht leicht, weil rein von meiner Kindheit, von meiner Ausbildung, von meiner Erziehung bin ich ausgerichtet auf das, was wir unter üblichem Erfolg verstehen. Mhm. Aber dann kam ein Punkt, wo ich mir überlegt hatte und wo ich auch ganz klar danach dann gehandelt habe, will ich mich leben lassen oder lebe ich mich wirklich selbst? Mhm. Und wenn ich mich selbst leben möchte, muss ich einfach mal genau hinschauen, wenn ich nicht aufgefressen werden möchte von all diesen Verpflichtungen und Arbeiten, die sich alle im Außen befinden und die uns von dem Wichtigsten ablenken, was wirklich ist. Wenn wir uns das nicht klar machen, dass das Ablenkungen sind und uns es nicht ermöglichen, dass wir 15 Minuten pro Tag Zeit für uns selbst aufwenden, um uns zu finden, ja, dann lebt man nicht sein Leben, sondern man wird gelebt. Und dieses ja. Man wird gelebt steht meistens dann an, wo man anfängt nachzudenken, wenn man mal die 50 überschritten hat. Vielleicht auch schon ein bisschen früher. Also ich habe jetzt schon eine junge Generation kennengelernt, die fangen schon ganz früh an, darüber nachzudenken. Aber ich würde mal sagen, die 50-, 60-Jährigen sind so dieses Alter, wo da mal drüber nachgedacht wird, normalerweise. Weil natürlich, wenn eine junge Frau Familie hat und zwei kleine Kinder und noch arbeiten geht, übrigens, das sind für mich die Helden, weil das ist so eine Belastung und ich kann davon wirklich auch ein Lied singen und mitreden. Ich war alleinerziehend, ich habe meine zwei Kinder auch alleine großgezogen und habe deshalb eben auch dann beschlossen, nachdem sie außer Haus waren, ja, jetzt möchte ich gerne mal noch was für mich machen, mich wiederentdecken. Und ich denke, dass diese Belastung, diese Doppelbelastung ja definitiv da ist. Deswegen spreche ich auch von 10, 15 Minuten, um durchzuatmen, um sich selber mal wieder zu fühlen und zu spüren. Und dieses Fühlen und dieses Spüren ist eigentlich der einzige richtige Weg zu sich selbst. Mhm. Und das kann auch nur mit Rückzug
Rückzug meine ich jetzt, indem man sich wirklich Zeit nimmt für sich selbst und aus sich selbst heraus diese Entspannung genießt. Und wenn es nur ein Buch ist, was man in die Hand nimmt oder Musik hört oder spazieren geht und einen Baum umarmt. Es geht nicht um Yoga, es geht nicht um Meditation, es geht zunächst um sich selbst zu finden und zu spüren, wer man selber ist und dass da noch was viel Tieferes ist, was jetzt entdeckt werden möchte und wo uns Menschen bereichert. Wirklich in einer Art bereichert, die wir bis jetzt noch nicht entdecken konnten, weil wir ständig abgelenkt sind und mit anderen Dingen beschäftigt. Das sollte möglich sein, 10, 15 Minuten am Tag, sich mit sich selbst zu beschäftigen und selber sich diese Fragen zu stellen. Denn es ist ja auch so, der Mensch, der das nicht täte, verliert ja an Kraft oder wird krank. Oder wird depressiv. Und wenn ich mir die Lebensfreude und den Optimismus und alles erhalten möchte, was wichtig ist, was einen Menschen auszeichnet, Aufmerksamkeit zu schenken, auch wenn es 5 Minuten am Tag sind, für mich selbst oder für andere und darauf reflektiere, dann habe ich gewonnen. Dann habe ich ein Mehr gewonnen für mich selbst. Und jetzt in diesen Zeiten, in denen wir jetzt stehen, ist es umso wichtiger, denn die Herausforderungen sind sehr, sehr groß. Und diese Veränderungen kommen. Das heißt, wenn ich mich jetzt nicht damit befasse, dass eine Veränderung eintritt, die mein Leben komplett auf den Kopf stellen könnte und kann, dann falle ich natürlich in eine Stresssituation, die wirklich dann bedenklich wäre. Also es ist sehr wichtig, sich immer auch mit sich selbst zu beschäftigen, um in Ruhe zu bleiben und sich auch in diesen 15 Minuten wirklich nur über sich selbst und das, was einen ausmacht, auseinanderzusetzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Sonst kommt dieser Punkt nicht, wo wir eine gewisse Ruhe benötigen, auch bewusst benötigen, um dann zum Beispiel Herausforderungen zu begegnen, in Ruhe zu begegnen. Das ist super spannend, weil du hast auch für mich jetzt so eine Brücke gebaut, eben im Sinne von, nimm dir 10, 15 Minuten Zeit pro Tag. Du musst da nicht jetzt schon in dich reinhören und gucken, was ist da alles in mir verborgen als Schatz, sondern ich kann ein Buch lesen, ich kann Musik hören, aber wirklich ganz bewusst, so als Einstieg nenne ich es jetzt mal, um dann wirklich irgendwann die Ruhe auch zuzulassen und zu gucken, was ist da alles drin, was ist mir von Bedeutung, was ist mir wichtig, wer bin ich, was sind so meine Aufgaben hier auf der Erde vielleicht auch, weil das kann ja schon eine ganz ordentliche Wucht auch auf einmal dann mit sich bringen. Ja, das ist richtig, Agnes. Und zwar deshalb, die Heldenreise habe ich geschrieben. Und dann eben jetzt auch aufgesprochen mit einigen schönen Bildern auf dem YouTube-Kanal von Wert, weil ich mir Gedanken gemacht habe, was ist denn der erste Schritt? Der erste Schritt zu einer Veränderung ist immer die Wahrnehmung zu sich selbst und die Rückkopplung zu sich selbst. Und die Rückkopplung zu sich selbst kann nicht geleitet werden durch eine äußere Herausforderung allein, sondern die Herausforderung bin ich selbst. Und wenn ich mich in diese 15 Minuten wirklich bewusst auch schenke und bewusst bin, dass ich diese 15 Minuten nichts denke, über Rechnungen bezahlen, über Kindergeschrei oder über irgendetwas, was mich in Stress versetzt, diese 15 Minuten mir schenke, ganz persönlich, um diese Ruhe zu erfahren, das ist wirklich der erste Schritt zu sich selbst. Und danach will man mehr. Und im Grunde genommen passiert das vollkommen automatisch. Dieses in sich zurückgehen und dann auch wieder nach außen, das sind diese gesunden Rhythmen, die uns auch diese Lebensfreude wiedergeben, Schritt für Schritt. Auch wenn es im Moment so aussieht, als wäre das alles gar nicht möglich. Es ist möglich. Ich vergleiche das immer sehr gerne
mit dem Höhlengleichnis von Platon, wo die Menschen in einer Höhle sitzen und beobachten irgendwelche Schatten, die durch ein Feuer entstanden sind und denken, das ist die Welt. Und denken, nun, das ist die Welt und in dieser Welt darf ich mich so und so und so und so bewegen. Und dann, eines Tages, geht da raus aus dieser Höhle, findet den Weg und ist begeistert und sieht etwas da draußen, was er noch nie gesehen hat. Und eigentlich hat er sich nur umgedreht, um von dem Mangel in die Fülle zu kommen. Das Fatale ist, in dem Höhlengleichnis von Platon, und ich hoffe, dass uns das gelingt, dass es so nicht ist, der junge Mann oder die junge Frau geht zurück und erzählt davon und die anderen wollen es gar nicht wissen. Die sind nicht bereit, das auch in irgendeiner Form zu glauben. Und ich denke, das ist die Herausforderung, dass wir selbst, bei uns selbst und nur bei uns selbst, diese Veränderung und diese Sichtweise, diese Bewusstheit selber einleiten können, jeder andere für sich auch. Und dann sind wir aus dem Schuhkarton draußen und können wirklich aus dieser Höhle gehen, mit der Bewusstheit in diesem Bewusstsein. Und davor ist es normal, dass die Menschen sich erstmal wehren und denken, ja, was will denn die oder was soll denn das? Ich bin doch eigentlich so, wie ich jetzt bin, in dem Schuhkarton ganz richtig. Und das ist die Herausforderung, sich auch mal gegen, sage ich mal, die Gemeinschaft nicht, aber gegen Menschen zu stellen, die einem das X vom U vormachen und vielleicht sagen, die Ampel ist grün und dabei ist sie doch rot. Also du hast das schön gesagt, so aus dem Schuhkarton rausgucken, weil das ist ja das, was ich kenne, was ich gewohnt bin. Das ist bequem in einer gewissen Art und Weise, bietet ja auch Sicherheit. Und wir versuchen ja auch mit dem Tellerrand eben am Tellerrand zu gucken, was gibt es denn da außenrum noch? Also da kann man ja schön in die Ferne schauen oder auch zurückschauen, eben aus der Höhle mal rauszugehen. Mega spannend, weil ich weiß auch, dass da ganz viel passieren kann bei den Menschen. Ich kriege das in den Gesprächen ja auch immer wieder gespiegelt. Du hast jetzt auch die Liebe angesprochen, also aus der Angst in die Liebe dann auch zu kommen oder in die Liebe zu gehen. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die bedingungslose Liebe, die ist ja da auch ganz wichtig, also zu mir und zu anderen. Magst du den Zuschauern so ein bisschen erklären, wie deine Perspektive darauf ist? Alles, was wir in unserem Alltagsleben normalerweise als Liebe bezeichnen, hat wenig mit Liebe zu tun. Warum? Die Liebe, die gemeint ist, wenn wir von bedingungsloser Liebe sprechen, ist eine Liebe, die nichts fordert. Die nichts fordert und die auch nicht in irgendeiner Form sofort eine Reflexion erwartet. Oder die verknüpft mit Bedingungen. Oder die mir eine Macht gibt über andere. Oder die in irgendeiner Form sich sichtbar macht. In der Form, dass ich dir was gebe und du mir wieder was gibst. Die bedingungslose Liebe ist einfach Liebe, bedingungslos. Jemand wahrzunehmen, wie er ist, in dieser Form der Akzeptanz, ich würde mal sagen auch der Schätzung, der Wertschätzung und des Respekts und der Respekt und die Wertschätzung in dem Menschen, mein Gegenüber, nicht verändern zu wollen, sondern so zu akzeptieren, wie er ist, ist auch ein Teil der bedingungslosen Liebe. Und bedingungslose Liebe bedeutet Akzeptanz, nicht rumnörgeln, nicht etwas in Frage stellen. Vor allen Dingen, was wir Deutschen ja alle so gerne tun. Und ich muss sagen, das habe ich früher auch gemacht. Heute nicht, weil ich mich da sehr, sehr diszipliniert habe. Und ich denke, es ist nicht adäquat, so zu handeln, ist, dass wir nicht über Menschen sprechen, negativ sprechen, die gar nicht im Raum sind, wenn wir uns unterhalten. Denn derjenige kann gar nichts dazu sagen.
Und wenn wir ständig jemand schlecht machen oder jemand neidisch sind oder missgünstig sind, dann hat das alles nichts mit Liebe zu tun. Wenn wir uns auch nicht freuen können an einem Erfolg eines anderen, wenn wir uns nicht freuen können, dass etwas gut gelungen ist, auch wenn wir gar nicht daran beteiligt waren, dass es den anderen gelungen ist, beispielsweise. Das ist bedingungslose Liebe. Einfach sein. Und diese bedingungslose Liebe hat mit dieser Liebe zu tun, die man dann zunächst für sich selbst auch empfindet. Denn ein anderer Mensch kann das Vakuum oder das Manko in uns, in dir, in mir, nicht schließen. Das kannst du nur selbst. Und in dem Moment, wo du das erkennst und auch erkennst, wie wertvoll es ist, dich selbst zu lieben, dich selbst zu schätzen, dir Aufmerksamkeit zu schenken, denn dann bist du wirklich wertvoll, auch für andere. In dem Moment kannst du bedingungslos lieben. Das ist die Voraussetzung. Mhm. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass speziell wir Deutschen, wir uns mehr lieben und uns Aufmerksamkeit schenken und sagen, ja, was soll's, dann ist der besser und ich habe andere Vorzüge und ja, diese Wertschätzung wirklich mal leben und auch nichts im Denken tun, denn das Denken ist die Vorstufe vom Handeln. Und ist auch schon eine Energie, die uns nicht zuträglich ist. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir schlecht von jemand reden, fühlen wir uns dann wirklich besser? Ich denke nicht. Wir können uns gar nicht besser fühlen. Weil es handelt sich ja sozusagen energetisch gegen uns. Ja? Ja. Das ist auch so dieses mich selber annehmen mit allen. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht. Ja. Das heißt ja auch, mich selber annehmen, so eben wie ich bin, mit allen Vorzügen oder eben auch, ich nenne es jetzt mal Macken, die ich ja bei mir entdecke. Aber auch ein Diamant ist ja nicht wirklich rund. Der hat ja auch so seine Ecken und Kanten und ist ja trotzdem auch wertvoll oder wir sagen, er ist wertvoll. Das heißt, wir schauen mehr auf die Menschen, wenn wir sagen, wenn wir über bedingungslose Liebe sprechen, und nehmen ihn so an, wie ich mich selber auch angenommen habe. Ja, das ist die Voraussetzung. Ja. Und im Übrigen, wenn man etwas für andere tut, egal was man tut, wenn es positiv ist, weil es eine Bereicherung ist für jemand anderen, dann macht das einen glücklich. Ja. Du hast auch vorher William Toll angesprochen, dass er vor anderthalb Jahren irgendwie also quasi auf dich, an dich rangekommen ist oder dass du was von ihm gefunden hast, glaube im Internet hast du gesagt. Und er so ein bisschen dich auch leitet oder seine Worte dich leiten. Er spricht hier auch immer von, oder er hat, glaube ich, diesen Satz auch, Liebe ist die einzige Antwort oder Lösung. Ich glaube, sowas sagt er. Mhm. Ja. Er spricht hier auch sehr viel von Werten und von Souveränität. Also das, was du ja auch so besprochen hast, dieses für mich die Klarheit finden, wer bin ich, was möchte ich. Jetzt ist er aber Amerikaner. was hat er dir so beigebracht, wenn ich so sagen darf? Ja, zunächst muss ich mal sagen, ich habe ihn nie persönlich kennengelernt. Es ist wirklich eine Sache, die ich über das Video erfahren habe und durch Gespräche mit anderen, die auch William schon erlebt haben. Und es ist etwas, und das ist vollkommen unabhängig, ob jemand Amerikaner ist oder vom Mars kommt oder von Indonesien. Es ist definitiv vollkommen egal. Es ist wichtig, Mensch zu sein. Ich muss an dieser Stelle lächeln, weil ich denke, Deutschland, aber es ist natürlich auch auf der anderen Seite richtig, Deutschland ist in einer Situation,
diese Dinge, die auch William Toole anspricht. Also Liebe ist die einzige Antwort in der Situation, in der wir uns alle im Moment befinden. Kann Liebe nur die einzige Antwort sein? Denn die Gesellschaft ist gespalten wie nie zuvor. Familien sind gespalten wie nie zuvor. Und wenn wir uns fragen, wer diese Dinge tut oder warum sie so sind, dann hängen sie mit den Dingen zusammen, die in unserer Vergangenheit zu suchen sind. Sozusagen, das ist auch ein Teil von William Toole's Botschaft, die sind zu suchen aus der Zeit des Ersten und Zweiten Weltkrieges und was da alles geschehen ist, bezieht sich teilweise zum größten Teil uns allen, auch unserer Generation. Ich bin jetzt also, sage ich mal, auch so Ende 50, Anfang 60, das darf ich sagen. Und ich gehöre auch zu dieser Generation, die einfach nichts erfahren haben, aber sich immer gefragt haben, was ist denn da los? Warum habe ich das Gefühl, dass mir die Wahrheit fehlt und ich nicht die Antworten kenne, die mich wirklich interessieren? Und wir finden gerade über William Toole hier zurück zu unserer Wahrheit als Deutsche, dass wirklich sehr einen wichtigen Stellenwert hat, wenn es um Gesundung geht, um Heilung geht, ja, unserer Gefühle, unserer Wertschätzung gegenüber unserer Seele. Und dieses kann nur über die Liebe passieren, die ich dann auch irgendwo zu mir selbst habe und natürlich dann auch zu meinen Ahnen, zu meiner Familie und zu meinem Gegenüber. Und diese Wertschätzung, diese Aufklärung, die Wahrheit zu hören, die übrigens auf seiner Webseite, vielleicht können wir die dann später einblenden oder mit unten drunter stellen und das Video ist genau. www.williamtoole.de, finden wir ja auch diese Flipbooks. Und in diesen Flipbooks übrigens in einem so klaren und verständlichen Deutsch geschrieben und formuliert, finde ich so viele Antworten auf die Fragen, die mich zutiefst bewegt haben. Und aus diesem Grunde danke ich auch William Toole für diese Klarheit, denn mich persönlich hat das sehr viel weitergebracht und mich in meinem Entscheidungsprozess wesentlich beeinflusst, auch mich mit der Zeit jetzt mehr Deutschland zuzuwenden. Und das zu heilen, weil in jeder Familie gibt es, denke ich, oder fast in jeder Familie Situationen von den Großeltern und den Eltern, auch mit unseren Kindern, die übrigens alle darunter zu leiden haben. Und es hat alles mit dieser Vergangenheit zu tun und der Vergangenheitsbewältigung. Wenn wir die jetzt nicht heilen können und nicht genau hinsehen und uns damit auseinandersetzen, dann werden die zukünftigen Generationen eine starke, wie soll ich sagen, Abwendung, keine Identifikation mehr haben zu dem deutschen Volk. Was ist Deutschland? Was ist Deutsch? Was ist die deutsche Seele, das deutsche Wesen? Und da spielt die Liebe eine große Rolle. Und das ist so fantastisch, dass ein Amerikaner, wie du jetzt sagst, uns die Wahrheit sagt. Ja, weil wir die Wahrheit nicht kannten und weil es uns wohl auch keiner freiwillig sagen würde. Und deswegen kann ich nur sagen, Dankeschön, William Toole, für die Aufklärung und für die Hilfe. Das ist wirklich eine ganz große Hilfe. Und sein Anliegen ist auch, dass Deutschland sich wieder in ein selbstbewusstes, von Liebe geprägtem und innovativem Volk entwickelt. Also mit Innovation hatten wir mal sehr viel Mut, kann ich sagen. Und es ist immer schlechter und ja, nicht durchdringender geworden, weil das Selbstwertgefühl und die Wertschätzung zu einem selbst und zu unserem Gegenüber gefehlt hat. Und da hat er einen ganz wesentlichen Schritt jetzt gemacht und trägt dazu bei, dass wir uns besser und mehr finden können in dieser Liebe. Also es fängt ja bei mir selber an, das habe ich jetzt so rausgehört, eben die
bedingungslose Liebe zu mir, mich selbst annehmen und dann eben auch mit, du hast es genannt, die Ahnen, also es fängt dann an mit logischerweise der Ursprungsfamilie, die Eltern, die Vorfahren, einfach zu gucken, was war da, wo kann man vielleicht auch Vergebung leben oder vergeben. Ist das auch ein so mit ganz drin? Wichtiger Punkt, Agnes. Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Es ist so, wir können nicht leben, ohne zu vergeben. Mhm. Und die Vergebung ist die Voraussetzung, um zu lieben. Und das ist im Kleinen wie im Großen so. Also das bedeutet, die Vergebung in Bezug auf Familiendifferenzen, in Bezug auf ja, größere Auseinandersetzungen, auch mit den Eltern oder den Großeltern durch Missverstehen oder durch Nichtverstehen oder durch offene Punkte, nicht mehr miteinander reden wollen, nicht mehr miteinander reden können, verhindert Liebe. Und deshalb ist das Verzeihen und auch die Vergebung die Voraussetzung, dass wir aufeinander zugehen, dass wir wieder miteinander reden, dass wir uns Aufmerksamkeit schenken, Zeit schenken vor allen Dingen. Auch wenn vielleicht das erste Treffen etwas rumpelig und pumpelig läuft, das kann ja sein, dass vielleicht auch Vorwürfe gemacht werden und noch diskutiert wird. Zuhören, wenn wir zuhören, wenn wir uns gegenseitig zuhören, dann haben wir so viel gewonnen. Und dieses Zuhören ist sozusagen das Geheimnis. Auf dem Weg zum Zuhören, ohne dass wir dann gleich ein ja, aber du hast ja nicht recht, ich habe ja recht und nein, aber so war es gar nicht. Wenn wir uns das verkneifen und einfach nur mal zuhören, liebevoll zuhören, dann können wir auch vergeben. Und es ist ein viel schöneres Gefühl, wenn wir lieben und wenn wir uns gegenseitig Aufmerksamkeit schenken. Jetzt werfe ich mal ein bisschen vielleicht provokant ein, wenn ich jetzt, ist mir mein Stöpsel hier rausgefallen, ich hoffe, ich finde ihn wieder. Hörst du mich noch? Ich höre dich. Gut. Ich höre dich. Ich finde ihn gleich wieder. Wenn ich jetzt das Aufnehmen sage, diese Vergebung, ich höre jetzt demjenigen zu, der mich vielleicht auch verletzt hat, wo es vielleicht Differenzen auch gab, heißt das, ich muss mich da komplett dann auch wieder vergessen und mich fügen, weil das ist ja nicht das, was du meinst. Das könnte man aber daraus hören, dass ich immer vergebe, vergebe, vergebe und der andere kann weiterhin tun. Das ist aber nicht das, was dann damit gemeint ist, ne? Die Frage würde lauten, was passiert, wenn Menschen sich nicht mehr verstehen? Und was passiert und warum passiert es, dass Menschen sich nicht mehr verstehen? Und in den meisten Fällen hat es damit zu tun, dass sie sich nicht mehr zuhören. Und vergeben, dass sie sich nicht mehr zuhören. Und vergeben bedeutet, dass es natürlich immer auch von beiden Seiten passiert. Und warum kann ich nicht, ich muss vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, wie komme ich selber dazu, mich zu lieben? Ich kann mich selber nur dann lieben, wenn ich mir selbst auch vergebe. Das heißt, kein Mensch ist perfekt. Kein Mensch ist 100%. Kein Mensch macht keine Fehler. Fehler sind dazu da, dass wir was daraus lernen können. Und wenn wir lernen, dann vielleicht erstmal der erste Schritt, ja, ich mache Fehler, ich bin nicht perfekt. Auch wenn das in unserer Gesellschaft so gefordert wird. Jetzt habe ich Fehler gemacht in meiner Beziehung mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern. Ich habe Fehler gemacht. So, jetzt stelle ich mir zunächst mal genau diesen Punkt. Ich habe einen Fehler gemacht und anerkenne, dass ich einen Fehler mache und Fehler gemacht habe, egal wo. Und dann wird sehr schnell der Punkt kommen,
wo ich sage, okay, es ist eine große Belastung in deiner Seele und in dir selbst, wenn du dir da nicht vergibst, wenn du nicht sagst, okay, ich habe einen Fehler gemacht und ich möchte es wieder gut machen. Zunächst mal bei mir selber die Anerkenntnis dazu zu haben. Und später das natürlich auch in einem Gespräch, weil das ist ja eine gegenseitige Wertschätzung, auch dahingehend, dass ich meinem Gegenüber sage, ich habe Fehler gemacht. Es tut mir aufrichtig leid. Wenn das von beiden Seiten passiert, dann ist der erste Schritt gemacht. Und vergeben ist nichts anderes, als dass wir anerkennen, uns bei uns selbst auch anerkennen. Ja, es war ein Fehler. Und diesen Fehler möchte ich gerne wieder gut machen und auf die Menschen zugehen. Und es ist in den meisten Fällen so, dass von der anderen Seite ein ähnliches Gefühl da ist. Und wenn es dann auch eine gewisse Zeit dauert, vielleicht braucht der eine noch ein bisschen länger, das zu verarbeiten, ja, oder sich auch mal zurückzuziehen und sagen, du, ich möchte jetzt mal noch mal drüber nachdenken, aber ich möchte gerne nächste Woche noch mal mit dir sprechen. Gut, dann gibt man den Raum, denn das ist das andere Geheimnis, Raum geben und nicht dominieren wollen. Dem anderen wertschätzen, respektieren, sagen, ja, sehr gerne mache ich das. Sehr gerne. Und in diesem Augenblick passiert auch dann diese Wertschätzung und die Vergebung. Weil der andere kann ja nicht negativ reagieren, wenn ich diese Liebe und diese Wertschätzung an die erste Stelle setze. Was übrigens auch gemeint ist, Liebe ist die einzige Antwort von William Toll. Weil wenn ich mit Liebe reagiere, wie kann denn jemand auf mich persönlich negativ reagieren? Der könnte genervt reagieren und sagen, ach, das interessiert mich jetzt gerade aber überhaupt nicht. Und, aber dann ist trotzdem ein Druck raus und vor allen Dingen auch eine Aggression raus. Und so ist es im Großen genau das Gleiche. Es ist die Bewusstheit und das Bewusstsein. Liebe heilt. Ohne Liebe, ohne Vergebung, auch was unsere Vergangenheit übrigens angeht. Es bedarf ja auch sozusagen den Völkern, die damit beteiligt waren, in diesem Zusammenhang zu vergeben. Damit wir einen neuen Anfang machen können. Damit wir gemeinsam zusammen einen neuen Anfang machen können und dementsprechend eben auch darauf aufbauend vielleicht sogar eine Gesellschaft, die viel näher an der Bewusstheit und der Bewusstsein sind und ist, zu lieben, sich gegenseitig wertzuschätzen. Und dann kann so viel Positives passieren. Das erlebe ich übrigens hier auch. Ja. Also das finde ich sehr schön, was du sagst, weil das klingt für mich nach Frieden auch. Und ja, ich habe neulich jemanden gehört, der hat zu mir gesagt, wenn du Fehler, das Wort Fehler nimmst und stellst es um, dann kommt Helfer raus. Also Fehler sind auch Helfer, eben um zu wachsen, also zu lernen, zu wachsen und sich zu entwickeln. Und das fand ich auch ein sehr schönes Bild oder Begriff eben für auch für mich jetzt zu sagen, ja, habe ich wieder was gelernt. Und nächstes Mal versuche ich es noch ein bisschen liebevoller, friedlicher, gelassener beispielsweise. Ja, manche Menschen brauchen noch ein bisschen Zeit und indem man eben diese Zeit einräumt, wird es irgendwann auch wertgeschätzt. Also es soll jetzt nicht so sein, dass wir missionieren. Das geht auch gar nicht. Denn verändern kann ich immer nur mich selbst. Aber ich kann keine Menschen verändern. Ich kann mich stellen, diesen Werten, diesen Tugenden, diese Werte und Tugenden zu leben. Und zwar auch bedingungslos zu leben. Und mich nicht abbringen zu lassen von irgendwelchen Herausforderungen, die das Leben immer wieder mal stellt, vielleicht auch schmerzvoll.
Und da trotzdem zu stehen und zu sagen, ich bleibe so. Ich gehe jetzt den Weg weiter. Auch wenn ich jetzt wieder eine schmerzhafte Erfahrung machen musste. Das kann passieren. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber wir können uns in den Spiegel schauen. Wir können uns immer in den Spiegel schauen und können eine Reflexion nicht nur im Spiegel erfahren, sondern natürlich auch bei den Menschen, die mit uns sind, die unsere liebevolle Art schätzen. Und im Übrigen ist es auch so, die Menschen, die da nicht mitgehen wollen, die trennen sich von uns sowieso. Und die Menschen, die mitgehen wollen, die sind besonders wertvoll, weil es ja immer alles mit Wertschätzung zu tun hat. Wobei der nicht gehen möchte, nicht weniger wertgeschätzt wird. Das ist ja wichtig. Die Wertschätzung gehört jedem Menschen. Ja, also es ist auch diese, wenn ich mich mit mir beschäftigt habe, mit meinen Werten, mit dem, was will ich wirklich, wer bin ich, was ist mir wichtig, dann kriege ich ja auch eine ganz andere Klarheit ins Außen dann wieder. Das strahle ich ja eben auch aus. Und du hast es schon gesagt, wir können ja immer nur bei uns selber anfangen mit unserer Veränderung und auch das Tun, dann eben danach leben. Das klang ja gerade dadurch, eben nach meinen Werten leben, mit der ganzen Wertschätzung, die ich den Menschen auch entgegenbringen kann. Und der Rest, das haben wir auch mal so gemeinsam philosophiert, überlassen wir dann der schöpferischen Intelligenz, was die dann damit macht. Ja, jetzt kommt ein ganz nächster wichtiger Punkt, Agnes, den du gerade angesprochen hast, loslassen. Ja, wir müssen auch loslassen. Und das ist nicht immer so einfach. Ja, aber im Grunde genommen notwendig. Ich kann das auch als Beispiel nennen. Als ich dann diesen Schritt getan habe in meinem Leben, zu sagen, okay, ich gehe nach Asien und ich werde in Indien tätig und ich werde hier tätig und so weiter, dann bedurfte es einem Schnitt. Und der hatte mit meiner Komfortzone zu tun. Jetzt bin ich auch wieder in einer Komfortzone, aber dazwischen war ich halt auch in Ländern tätig, die gewisse Herausforderungen bedurft haben, auch was Komfortzonen angeht. Und oftmals ist es aber genau das, was einen bereichert und wo wir dann feststellen, was wir wirklich zum Leben brauchen, ist viel weniger als das, was wir annehmen. Und das, was wir brauchen, hat sehr viel mit Liebe zu tun. Ja. Barbara, ich weiß, wenn wir zwei anfangen zu reden, können wir Stunden miteinander reden. Ja. Und das soll ja auch nicht das letzte Gespräch gewesen sein. Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. So, die Heldenreise soll diesen Menschen da draußen in Deutschland, wenn sie Interesse haben, einfach ein Wegbegleiter sein, rein zu hören oder rein zu sehen oder auch zu lesen. Das war meine Absicht. Und das ist auch ein Anfang für mich, weil, wie gesagt, ich selbst bin gerade auch wieder an einem Kulminationspunkt und habe mich bereits entschieden. Und vielleicht sehen wir uns ja auch bald in Deutschland. Ich würde mich sehr freuen. Weil ich weiß, dass wir dann noch ein paar Sachen einfach angehen können und werden. Und wir schauen, was dann noch so Kreatives entsteht. Ich sage für heute erstmal vielen, vielen, vielen lieben Dank. Möchtest du noch irgendwas so als Abschlusssatz an die Zuschauer richten? Ich wünsche jedem Gelassenheit und das nötige Vertrauen, den Schritt jetzt zu tun, zu sich selbst, zur Eigenliebe und zur Wertschätzung zum Gegenüber. Das wünsche ich allen. Ganz lieben Dank, es war so schön. Und ich danke dir, Agnes. Dankeschön für die Zeit. Es war sehr bereichernd, es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ich denke, wir hören uns bald wieder und den Zuschauern wünsche ich
auch eine gute Zeit. Und jede Herausforderung hat auch ihre Chancen. Das ist perfekt. Da sage ich nichts mehr danach, außer vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und bis bald. Danke.